Alle Kulwitz, 3:1 gewonnen gegen Chemnitzer FC. Was war denn heute der Schlüssel zum Erfolg? Ich glaube, dass wir als Mannschaft kompakt gestanden haben, dass wir gekämpft haben, dass wir den Zweikampf gewinnen wollten und dass wir uns heute endlich mal belohnt haben für unsere ganzen Torchancen, die wir uns rausgespielt haben. Gegen BRK hat es leider ein bisschen gescheitert an den Toren, aber heute haben wir es zum Glück gemacht. Sie haben das früher 1:0 gemacht, war ein bisschen der Dosenöffner und das sah aus wie so ein abgestimmter Spielzug. War das geplant? Ob es geplant war oder nicht, ist jetzt die eine Sache, aber war natürlich ein geiler Spielzug und mein Bruder Nikolas Wehling macht ihn schön rein für mich und dann mache ich ihn rein. Ne? War super Gefühl und dann noch vor den Fans, war super. 3:1 in so einem Topspiel gewonnen gegen Chemnitz, auch ein Meisterschaftsanwärter. Was sagt denn das jetzt über Energie Cottbus aus? Nix, egal ob wir jetzt gegen Chemnitz spielen oder BRK oder Altklinike oder egal wen, jeder Gegner ist gut. Wir müssen jeden Gegner schlagen, um an unsere Ziele zu kommen und ja, deswegen ist es egal, ob wir jetzt gegen Chemnitz gewinnen oder gegen eine andere Mannschaft. Vor Energie stehen jetzt zwei schwere Spiele im Pokal und jetzt auch in Jena. Sie sind nicht dabei, Sie fahren zur Nationalmannschaft U20. Erklären Sie mal, wie wichtig ist Ihnen das? Natürlich ist es sehr wichtig auch für mich bei der Nationalmannschaft, aber lieber wäre ich hier und würde der Mannschaft gerne hier helfen, also im Pokal und gegen Jena. Da wäre ich sehr gerne dabei. Aber ich denke, die Jungs schaffen das, die packen das. Wenn die so spielen wie heute, dann bin ich mir sehr zuverlässig, dass wir das gewinnen. Welche Aufgaben stehen an mit der Nationalmannschaft? Ja, ich habe am 23.09. ein Spiel gegen Österreich und dann am 26. gegen Malta. Welche Hoffnungen setzen Sie denn auf Ihre Nationalspielerkarriere? Ja, irgendwann bei der A-Nationalmannschaft zu spielen, das wünsche ich, glaube ich, jeder Spieler. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich da gut spielen kann und dass ich dann irgendwann bei der A-Nationalmannschaft spielen kann.